Ach du Kacke, ey. Das Ding ist krank. Einfach nur krank. Viertel nach vier. Hier schlafen wir. Die Nacht war... geht so. Hier ist der Wild Hawk near the tree. Beside the other tree. You can shoot. Wir sind wieder bei dem Ort, wo die komischen Leute drin waren. Hello? Someone here? Alles zerwühlt, alles zerkloppt. Leute, wir stehen hier vor einem riesengroßen Gelände, komplett eingemauert, müssen jetzt durch ein ganzes Waldstück durch. Die dürren Bäume klappern im Wind, eine Stromleitung über uns, die knistert. Man hört Geräusche vom Gelände, die Stimmung könnte nicht gruseliger sein. Wir nehmen die Overnight-Rucksäcke mit. So richtig Bock habe ich nicht, aber let's go. Wir müssen uns durch dieses große Waldgebiet schlagen, um an unser Ziel zu kommen. Das verlassene Schloss. Wir sind jetzt auf dem Gelände, müssen uns jetzt hier durch diesen Wald durchschlagen, zu diesem riesengroßen, verlassenen Horrorschloss. Ja, es ist jetzt schon gruselig, wie gesagt. Und ich will nicht wissen, was uns da drin erwartet. Euch diesen Wald an, Leute. Es ist jetzt schon so mega gruselig und eigentlich will ich lieber umdrehen und im Auto schlafen. Was machen wir hier schon wieder, Leon? Das ist der reinste Urwald. Ich habe eigentlich eine sehr gute Orientierung. Wir sind auf jeden Fall erst gerade ausgegangen und dann nach rechts gedreht. Siehst du das? Mhm. Wir müssen in die Richtung. Leute, was würdet ihr machen? Weitergehen oder zurück zum Auto? Schreibt es mir in die Kommentare. Das sind Tiere, Wildschweine. Ich schwör's dir, wir sind keine Menschen. Meinst du? Weil das war echt laut, ne? Notfalls in Lost Place rein. Leute, das Ding ist krank. Ach du Kacke, ey. Aber hier mit diesen automatischen Glastüren nach vorne sieht mir das fast aus, als wenn das nochmal irgendwie als Krankenhaus, Psychiatrie, irgendwie sowas genutzt wurde. Das kann sein, ja. Das Ding ist krank. Einfach nur krank. Scheiße. Aber der Raum hier, der geht nicht klar. Mit diesen Fenstern hier. Wenn wir hier drin liegen, stell mal vor, dass hier so Schatten am Fenster hier langlaufen, ey. Alter, hör mir auf. Wollen wir uns da vorne einfach den einen Raum nehmen? Hat mich was gehört? Ich hab nichts gehört. Ein Hund. Weit weg. Nicht hier, Schritt auf die Ohren. Thank you.
okay. Ich glaube, das kommt echt als Krankenhaus oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, ja. Benutzt Medikamente und sowas. Genau. Antibiotikum. Ja. Heftig. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spooky so. Das hat mich einfach interessiert. Okay, da ist auch noch eine Tür, aber die ist zu. Hier ist so eine Notleiter, ey. Guck mal, hier geht's aufs Dach. Ne, nach unten, Wendeltreppe. Nur so eine Notleiter ist das. Okay. Hier geht's auch noch weiter. Hier sind die Toiletten. Komm, lass uns den Raum nehmen. In den Raum rein dann. Ja, wir brauchen Schlaf. Gleich. Okay, die ist auch offen. Okay, das heißt, die müssen auch verbarrikadieren. Oder einen anderen Raum nehmen mit nur einer Tür, aber der ist schon gut eigentlich, der Raum. Da kann kein Mensch rein. So Leute, wir haben hier komplett die Tür reingeklemmt. Hier ist auf jeden Fall gar kein Reinkommen. Hier schlafen wir und da haben wir auch eine Tür vorgestellt. Wenn man hier kräftig drückt, würde man natürlich reinkommen, aber dann sind wir auch sofort wach. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass hier an diesen Ort nachts jemand kommen wird, weil es lohnt sich eigentlich gar nicht hierher zu kommen. Für uns gut, wir haben jetzt hier einen Schlafplatz. Wir zeigen euch morgen früh noch ein bisschen mehr von diesem Ort. Aber jetzt kuscheln wir uns gleich in die Schlafsäcke rein, hauen uns vielleicht noch einen Riegel hinter die Kiemen und dann werden wir auch schlafen, weil es ist jetzt 4:15. Vielleicht 6 Stunden schlafen wir jetzt bis 10 oder so und dann müssen wir aber auch echt Gas geben, weil wir haben noch einen 7-stündigen Heimweg vor uns. Ich bin einfach komplett platt. Ich esse jetzt hier noch meinen Haferriegel auf. Ich sehe komplett zerstört aus, glaube ich. Meine Haare fettig. Ich sag schon mal gute Nacht. Falls irgendwas passiert, wie immer, seid ihr sofort dabei. Und wir sehen uns, wenn wir wieder unter den Lebenden sind. Als ich dann gerade am Einschlafen war, schreckte mich ein lautes, undefinierbares Geräusch auf. Ich bin wie in eine Schockstarre verfallen und habe deswegen nicht zur Kamera gegriffen. Der Adrenalinspiegel stieg stark an und Leon war der Meinung, das Geräusch kam direkt aus unserem Zimmer. Bis wir dann wieder zur Ruhe gekommen sind, hat es einige Zeit gedauert. Doch dann konnten wir endlich schlafen. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Sobald es anfing hell zu werden und die Vögel anfingen zu zwitschern, gut. Davor wirklich so scheiße. Ich habe zweimal so heftig bin ich auf. Also das war einmal so ein Knall. Guten Morgen, Leute. Die Nacht war geht so. Es ist jetzt 10 Uhr. Wir haben ein paar Mal noch laute Geräusche gehört. Ich war gerade schon am Einschlafen. Es muss irgendwie gegen 5 gewesen sein oder so. Jetzt hat nochmal den Adrenalinspiegel hochgetrieben. So dass das Einschlafen dann sehr, sehr schwer fiel. Und man die ganze Zeit dann so Geräusche geachtet hat. Irgendwann habe ich dann aber mir eingeredet, dass hier niemand sein kann und alles gut ist und konnte dann irgendwann einschlafen. Mein Schlafsetup hat sich mal wieder bewiesen. Wenn ihr da Interesse dran habt, das mal auszuchecken, ich habe euch da mal ein paar Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wir müssen uns jetzt so langsam mal aufraffen.
So, Rucksack ist wieder gepackt. Wie gesagt, einen großen Teil meiner Ausrüstung verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Aber wir nehmen jetzt den schnellsten Weg hier raus zum Auto, weil wir haben noch ein paar wirklich krasse Locations vor uns. Das könnte nochmal spannend werden. Los geht's. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal bei Tageslicht auf dem Weg raus an. Wenn die offen gewesen wären, ne? Da hätte ich Schiss bekommen. Ja. Auch beim Tacos World vorbei, um das Ganze aus seiner Sicht zu sehen. Der macht auch sehr, sehr geilen Content. Ja, Leute, wir sind raus. Und bei Tageslicht ist das Ganze hier dann doch gar nicht mehr so gruselig, wie es gestern Nacht war. Man muss auch dazu sagen, wir waren echt verdammt müde. Und wenn man so übermüdet ist, dann fängt irgendwann an, das Gehirn einem Streiche zu spielen. Hier an diesen Gebäuden sind wir in der Nacht auch vorbeigegangen. Da haben wir noch da drüben aus dem Wald irgendwas lautes Knacken gehört. Aber ihr habt ja auf dem Weg hergesehen, sehr viele Wildschweinspuren hier. Vielleicht treffen wir ja jetzt noch eins. Leute, da hinten, ihr seht es auf der GoPro schlecht. Da ist echt ein Wildschwein, das hat sich da gerade hingelegt. Und Leon hat es natürlich auf seiner Kamera drauf. Zeig mal, warte. Da seht ihr den schwarzen Fleck. Ist einfach mal ein Wildschwein. Ist gerade da hinten links aus dem Wald gekommen, hat sich da auf die Lichtung gelegt. Doch beim genaueren Hinsehen, Leute, sieht man, dass es natürlich kein Wildschwein ist, sondern ein Alpaka oder sowas. Sieht etwa aus wie ein Wildschwein, Mann. Glück gehabt, würde ich mal sagen, ne? Ja, trotzdem vorsichtig sein hier weiter. Hier seht ihr es auch wieder. Alles aufgewühlt. Das ist ein richtiger Wildschweinwald. Und ich habe auch gerade einen Schuss gehört. Von da weiter hinten, aus der Richtung. Wahrscheinlich ist hier auch die Wildschweinjagd eröffnet. Und wieder einen Schuss gehört, aber ganz weit weg. Oh, und wir haben es geschafft. Hier sind wir gestern auch rein. Meinst du, das sind die Jäger oder? Polizei ist das nicht, ne? Vielleicht sind es echte Jäger. Wir sind einfach auf dem ersten Channel drauf bei so billig Walkie-Talkies. Ja. Die denken da verunglückt gerade einer, Alter. Bonjour, bonjour. Hier ist der White Hawk near the tree. Beside the other tree. You can shoot. Wahrscheinlich ist hier auch die Wildschweinjagd eröffnet. Nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief! Vorsichtig, vorsichtig! Nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief, habe ich gesagt. Vorsichtig, vorsichtig. Siehst du das denn nicht, dass der zu niedrig ist da? Gerade an diesen Ballen dort. Nein! Rüdiger, bitte! Das war kein Meter. Hast du das gesehen?
Krass, Leute, hier geht's in den Berg rein. Ich guck mal kurz rein. Boah, ist das krass. Da geht's aber auch nicht weiter. Da hinten vielleicht? Nee, auch nicht. Ja, wir sind hier gerade vorbeigefahren und es sah aus, als wenn es hier so richtig in den Berg reingeht, so ein alter Stollen oder sowas. Aber mehr ist das hier auch nicht. Also geht's weiter zur nächsten Location. Wir sind wieder da, an dem Ort, wo wir gestern Abend schon waren. Ja, wir wissen jetzt nicht so ganz, was wir machen sollen oder wo wir parken sollen. Wir werden die Nummer jetzt wohl durchziehen und erstmal uns dem Haus nähern und gucken, ob wir irgendwas hören. Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass die da gerade drin sind. Aber es kann natürlich sein. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir sind wieder auf dem Gelände. Ich gehe jetzt mal kurz alleine gucken. Ich lausche erstmal von außen, ob ich irgendwas höre von drin. Und dann werde ich ans Fenster gehen und reinrufen und gucken, ob vielleicht jemand antwortet. Und dann gehe ich erstmal wieder zurück zu Leon, der hier vorne wartet. Ja, wir haben ein bisschen Schiss, dass die vielleicht hier in dem Ort wohnen oder so, weil dieser Caddy, der da gestern an uns vorbeigefahren ist, wo die zu fast 100% drin saßen und nach uns gesucht haben, der steht hier oben im Ort. Ja, es dämmert gerade. Es ist 6:15. Ich näher mich jetzt dem Haus. Let's go. Ich bewege mich ganz langsam vor, wie ein Ninja. Müssen mal wieder sein, wie Geister. Also Geister-Ninja. Da ist das Haus. Ich muss jeden Moment bereit sein, um die Flucht zu ergreifen. Hello? Someone here? Hello? Leute, wir gehen nur einmal schnell durch und dann hauen wir wieder ab. Hallo? Alles zerwühlt, alles zerklappt. Ich würde sagen, wir hauen wieder ab. Guck mal, Leute, das Ding hier hatte sogar ein eigenes Gewächshaus.
Richtig krasses Teil. Es ist jetzt 19 Uhr am Sonntagabend. Wir müssen jetzt echt mal langsam die Heimreise antreten. Es war ein mega, mega, mega krankes Wochenende. Wir haben so viele schöne Orte gesehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viele Videos produzieren können. Es war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Adrenalin, es war alles mit dabei. Es war wirklich alles mit dabei. Also so ein verrücktes Lost Place Wochenende hatte ich echt noch nie. Haut mir auch gerne was in die Kommentare, lasst mir ein Like da. Wir sehen uns zum nächsten Abenteuer, Leute. Haut rein, ciao.